Hallo und herzlich willkommen zu Platz 29 meiner Bottom 100 Filmliste. Heute mit Return of the Living Dead Part 2, Teil 2. Oder wie der in Deutschland hieß, ich weiß gar nicht mehr, wie der wirklich hieß, aber der hatte so einen ganz beschissenen deutschen Verleihtitel. Ich glaube, sowas wie Toll trieben's die wilden Zombies oder sowas. Er ist wirklich ohne Witz, ne? Kannst ja nochmal nachgucken. Oder es steht dann wahrscheinlich irgendwo in der Beschreibung drin. Jedenfalls ein Titel, wo man sich sagt, wie kommt man auf so einen Titel? Gut. Ja, 1968. Jeder weiß es. Und jeder, der meine Top 100 Liste gesehen hat, weiß es ganz sicher. Ganz sicher gab es den Film Night of the Living Dead von George A. Romero. Was Romero oder überhaupt das ganze Team damals versäumt hat, was man nicht wusste, nicht beachtet hat, dass sie sich das nie wirklich haben schützen lassen. Deswegen kann zum Beispiel heutzutage auch jeder von Night of the Living Dead eine eigene DVD- oder Blu-ray-Auflage rausbringen. Man muss halt nur ein eigenes Filmmaster haben. Aber wenn man das irgendwo hat, erwirbt, kann man das Ding wirklich auf DVD abziehen und veröffentlichen. Es gibt niemanden, dem die Rechte gehören. Für Romero ist natürlich schlecht, weil der eben Abermillionen wahrscheinlich an Tantiemen durch die Finger gleiten dadurch. Und genauso der Begriff Living Dead oder Of the Living Dead ist nicht geschützt. Und so konnte man halt in den 80ern, der ist jetzt hier von 87 und Teil 1 ist, ich glaube, so 84, 85, sowas in dem Dreh, ein bisschen früher, konnte man halt einfach ja so eine Art Fortsetzung drehen, ne? Return of the Living Dead. Ne? Der schließt halt ein bisschen an dem an, indem er den Night of the Living Dead erwähnt, so als ihn sozusagen als eine Art Waren oder als etwas hinstellt, dass das ein Film ist über etwas, was wirklich mal passiert ist. So. Ja. Also so wie basiert auf einer wahren Begebenheit. So unter dem Motto würde man es wahrscheinlich heute nennen. Gut, und der erste Teil ist ziemlich witzig, ziemlich blutig auch, weshalb er in Deutschland stark zensiert war und heute ab 16 ist. Also das ist auch wieder eins, wo man sich sagt, also beide Sachen verstehe ich wieder nicht. Ne? Den hätte man damals einfach ungeschnitten ab 18 lassen können und heute ebenfalls ab 18 lassen können. Sicherlich mit vielen, vielen neuen, krasseren Horrorfilmen ist heute die Messlatte wieder höher. Aber trotz allem, glaube ich, hat er noch ein Niveau, was ihn immer noch nur für Erwachsene zugänglich lassen sein sollte. Irgendwie so, ihr versteht, was ich meine. Ja, und dann gab es dann natürlich auch den zweiten Teil. Und um den geht es heute. Es geht halt wieder um ein Gas, was Leichen in Zombies verwandelt. Und ich muss dazu sagen, die Zombies in der Return of the Living Dead Reihe sind wirklich die unangenehmsten Zombies, die es gibt. Also sehr, sehr schwer zu töten. Ja, sie sind schnell, sie sind intelligent, sie können sogar sprechen. Also es ist echt schwierig. Die haben offensichtlich übermenschliche Kräfte. Und also es ist halt wirklich extrem schwierig, diese zu töten. Ich weiß, ich habe mit Freunden mal den ersten Teil geguckt und die saßen bloß daneben und sagten, nee, diese, also die halt auch beide Zombie-Fans sind, aber diesen Film noch nicht kannten. Also, nee, der Film gefällt uns nicht, die Zombies sind viel zu stark, viel zu intelligent und so. Und das ist doch wirklich so. Also, ja, und der Film hier ist ein bisschen schwächer als das Original. Ne, ja, was soll man groß erzählen? Wie gesagt, die Leichen werden durch giftige Dämpfe, wie heißt das, Trioxin irgendwas, das ist irgend so ein Gift, reanimiert und ziehen dann halt über so eine ja, Kleinstadt oder so ein Vorort sozusagen so her und ja, ein paar gibt's, die halt versuchen da zu überleben und zu entkommen. Ja,
Was soll man dazu sagen? Also es ist lustig, es ist blutig, es ist splatterig. Es gibt ein paar sehr nette Gags. So gibt es zum Beispiel auch hier in, ich glaube hier im zweiten Teil war es, gibt es ein Michael Jackson Thriller Zombie sozusagen. Also ein Zombie sieht halt genauso aus wie Michael Jackson im berühmten Musikvideo Thriller. Wer das Musikvideo kennt, ne, der weiß wahrscheinlich, was ich meine. Diese rote Jacke und so und auch so das Gesicht mit diesem Zombie-Make-up. Ne? Also die haben es so ein bisschen nachempfunden. Sieht sehr lustig aus. Und dieser Zombie, ich glaube, der wurde irgendwie durch einen Stromschlag oder sowas erwischt und dann zappelt der halt auch noch so rum, so als ob er tanzen würde. Das ist ein sehr netter Gag. Ja, es gibt von dieser Reihe Return of the Living Dead gibt's noch weitere Filme, 3, 4 und 5, glaube ich, die aber mit 1 und 2 nichts zu tun haben. Also da wurde auch der Name einfach weiter verwandt. Die sind dann auch unter, ich glaube ab Teil 3, unter Brian Usner rausgekommen, einem bekannten Horrorfilmproduzenten, der unter anderem Reanimator gemacht hat. Ne? Wer Reanimator kennt, großartiger Film und die ganze Reihe. Ja, heutzutage, ich glaube, in Spanien lebt, also vor ein paar Jahren war das so, und aus Spanien heraus sozusagen seine Filme macht, mit stellenweise amerikanischen Schauspielern, aber hauptsächlich spanischen natürlich. Ja, und der ist dann irgendwie, hat dann diese Reihe hier übernommen. Also hier wird er noch nicht, geführt. Ja, wie gesagt, er hat diese Reihe übernommen und machte dann halt Teil 3, 4 und 5, die aber in Anführungsstrichen ernste Horrorfilme sind. Also 1 und 2 sind wirklich sehr, sehr splatterige Komödien. So, ja, so ein bisschen wie Brain Dead oder sowas. Ne? Nur nicht ganz so blutig. Nicht ganz so abgefahren, wollte ich gerade sagen. Das stimmt eigentlich nicht. Abgefahren ist er genauso. Ja, okay. Keine Angst, ich schniefe kein Kokain oder sowas. Es ist nur Heroin. Nein. Irgendwie, mir gerade die Nase so ein bisschen. Keine Ahnung, wieso. Das ist nicht Frühling. Also, man weiß es nicht genau. Ja, was kann man denn zu dem Film noch sagen? Ich habe jetzt leider den Namen der Darsteller vergessen, aber es gibt halt zwei Rollen, die in beiden Filmen auftauchen. Das ist so ein älterer und ein junger Typ, die spielen eigentlich dieselben Charaktere in beiden Filmen, kommen beide mit diesem Gift in Kontakt und verwandeln sich dann so nach und nach in Zombies. die sind ziemlich witzig. Ja, aber das ist auch schon gewesen. Okay, ist ein lustiger kleiner Horrorfilm, kann man mal gesehen haben, muss man nicht, das gilt ja jetzt wahrscheinlich für alle Filme dieser Reihe, also wirklich seit 100 durch, aber okay, gut, ja, dann wäre es das auch schon wieder gewesen für heute, wir sehen uns wieder in 3 Tagen und bis dahin bleibt mir immer nur zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser.